Vielleicht, aber das glaube ich nicht. Vielleicht läuft auch auf Nummer sicher nach dem Motto, um das Grand Prix Finale zu erreichen, muss ich nicht mehr den Teufel herausfordern. Aber das wäre, glaube ich, nicht die richtige Einstellung. Werten, würde ich sagen. Zumindest ist er nicht umgefallen, aber ganz sauber war das auch nicht.
Ja, wir sind nach wie vor noch früh in der Saison. Wie wohl die Eiskunstläufer ja jetzt schon die vierte Woche hintereinander zu tun haben. Natürlich nicht immer in der gleichen Besetzung bei den Grand Prix. Jetzt bleibt einiges abzuwarten. Takahiko Kozuka. Von den Programmkomponenten liegt er in etwa auf der Ebene wie Brezina. Zumindest wenn ich das jetzt mal vergleiche mit dem Kurzprogramm. Da haben die in etwa die gleichen Werte erhalten. Bleibt technisch mehr bei ihm übrig, Henrik? Ja, also die sind schon sehr eng beieinander. Ich würde sagen, ja. Ich würde auch ihm mehr an Programmkomponenten geben, ja. Weil eisläuferisch ist er eigentlich zusammen mit Patrick Chan auf einem Niveau, das seinesgleichen sucht. Also das kommt ehrlich gesagt unheimlich selten auch in der Wertung so zum Ausdruck. Mhm. Ja. Das ist richtig. Aber bei ihm sind es eben so Kleinigkeiten, die wirklich nur der Fachmann sieht, wo er ein Dreifach-Salchow springt und dann aus dem Auslauf so einen kleinen Hüpfer in die andere Richtung. Da braucht man so unglaublich viel Körperkontrolle, um sowas zu machen. Es sind die versteckten Details, die eigentlich sein wahres Können darstellen. Unglaublich. Also er ist so ein wunderbarer Läufer. Man sollte eigentlich nicht die Sprünge wiederholen, sondern man sollte Auszüge aus den Schrittpassagen wiederholen, hier in der Zeitlupe. Ja, das, wie gesagt, wirst du nicht mehr erleben. Nee. Denn solange wie wir das jetzt schon kommentieren, dass man eine Schrittpassage in der Zeitlupe noch einmal gebracht hätte, daran kann ich mich überhaupt gar nicht erinnern. Ja, es sei denn, der Läufer gestolpert und gestürzt. Genau, dann schon. Ja, also ich würde sagen, er bleibt vorne. Oder er setzt sich in Führung. So. Ja. Der erste Vierfache, den kann man gelten lassen, den Zweifachen, den Zweiten definitiv nicht mehr. Also wie gesagt, heute haben wir noch keinen astreinen, nach wie vor noch keinen astreinen Vierfachsprung gesehen. Ja, das reicht. Ja. Das ist meiner Meinung nach die zweite Kür hinter Oda, aber in Führung.